das im Kopf. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht es schon, ich bin Level 100. Ich stand, glaube ich, eine halbe Stunde gerade mal an unserer XP-Farm im Nether. Und im Nether habe ich wirklich 100 Level jetzt. Und übrigens sind im Nether fast unsere kompletten Doppelkisten jetzt voller Stuff. Heißt, irgendwann müssen wir uns in der Folge auch mal vornehmen, damit Öfen und so hinzugehen und wirklich den Stuff wieder nach Hause zu bringen. Und außerdem stand ich, glaube ich, jetzt über 12, 13, 14 Stunden zwischen den Aufnahmen AFK hier. Und guck mal hier, wir haben jetzt, also... Das hier sind zwei Doppelkisten voll mit Eisen, um das nochmal zu realisieren. Oh nein, das sind sogar mehr, das sind zweieinhalb Doppelkisten voll mit Eisen. Da haben wir auch eine ganze Menge und ich würde sagen, ich gehe mich jetzt erstmal nach oben begeben, lege mich dann kurz ins Bett und dann enchanten wir direkt. Also mein Ziel wäre es heute auf jeden Fall nochmal die Rüstung komplett zu enchanten, dann auf jeden Fall vielleicht noch einen besseren Bogen zu machen und ein besseres Schwert, weil wir wollen uns ja wirklich komplett darauf vorbereiten, dass wir den Wither klatschen können. Weil das Ding ist, ich habe ja auf meinem Schwert immer noch kein Looting 3 und wir brauchen ja, also ich habe Looting 2, aber Looting 3 wäre ja trotzdem eine bessere Wahrscheinlichkeit, dass wir Wither-Skeletten klatschen, um die Köpfe zu bekommen. Weil die brauchen wir ja letztendlich für den Fight gegen den Ender Dragon. Gegen den Wither. Es tut mir leid, nicht Ender Dragon. Ender Dragon will ich erst später machen, weil den finde ich jetzt nicht so wichtig. Das Einzige, was halt gut ist, dass man am Ende eine übelste XP-Ender-Pearl-Farm bauen kann und halt dadurch immer wieder relativ viele Level bekommt. Ich habe vor ein paar Folgen auf jeden Fall schon mal einmal Bögen verzaubert und euch gefragt. Und hier ist nochmal Rudolf, Alter. Rudolf, alles fit? Hi, Rudolf. Naja, ich habe letzte Folge... Mann, ich habe vor ein paar Folgen ein paar Bögen verzaubert und irgendwie habe ich keine Unendlichkeit bekommen auf den Bögen. Also komplett keine Unendlichkeit, keine anderen Verzauberungen und ich habe nochmal nachgeguckt und man müsste die theoretisch hier bei den Table bekommen können. Nur irgendwie hatte ich scheinbar einfach Pech. So, Schutz 4, halb... LOL, das ist natürlich top gewesen. Leute, oh mein Gott, Unendlichkeit, endlich. Ich habe hier... bisher wieder alle Bögen verzaubert und ich habe kein einziges Mal Unendlichkeit bekommen. Und da haben wir es endlich, Unendlichkeitsstärke 4. Sehr gut. Und ihr seht, ich habe irgendwie die 100 Level ein bisschen überschätzt. Die waren jetzt auch schneller weg als gedacht. Also im Prinzip, wir haben nichts Besonderes. Die Läufer hier gefallen mir relativ gut. Dann haben wir ein paar Schärfe 4 Schwerter und ganz viele Armbrüste mit Durchschuss 4. Ich glaube, die kann man auch zusammenfügen. Das mache ich jetzt auf jeden Fall gleich noch. Was uns halt immer noch fehlt, ist sowas wie Federfall oder Plünderung 3. Und wir haben ja jetzt noch, naja, ein paar Enchantments frei und ich würde sagen, ich gehe nochmal auf die Boots, beziehungsweise auf das Schwert und hoffe wirklich mal, dass wir da noch ein paar gute Enchantments bekommen. Verbrennung 2, oh mein Gott, das war der erste Enchant. Schärfe 4, Plünderung 3 und Verbrennung 2, das ist super. Dann hat sich das Schwert auch komplett erledigt und Schutz, Mann, schade. Leider kein Federfall mehr bekommen. So, da haben wir hier Schärfe 4, Plünderung 3, Verbrennung und Rückschuss und da kommt ein Zombie. So, hier Schärfe 4, Plünderung 3, Verbrennung 2, Rückschuss 2 und Haltbarkeit. Und jetzt tun wir noch das da drauf packen. Heißt, wir haben Schärfe 4, Plünderung und alles, was wir brauchen. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich noch genug Level habe, um den Unendlichkeitsbogen auf meinen Bogen raufzupacken. Und es fehlen 10 Level. Ich würde sogar sagen, wir packen einfach die drei Bögen zusammen. Weil dann haben wir wirklich den Bogen, wo es kein besseres Enchantment mehr gibt, außer Mending, wo wir ja den Villager für noch nicht haben. Kostet aber trotzdem erstmal noch zu viele Level. So Leute, und ich würde sagen, ich mache mich jetzt einfach direkt auf den Nether. Auf den Weg in den Nether. Im Nether müssen wir erstmal gucken, dass wir eine Festung und... Alter, dieses Schwert ist ja so geil für Creeper. Das schleudert die ja richtig weg. Und im Nether müssen wir erstmal gucken, dass wir vielleicht ein paar Erz abbauen. Dass ich noch so Level... 30 wäre circa, ich denke mal Level 30 brauche ich. Damit wir nämlich dann den Bogen einfach verbinden können und vielleicht bekommen wir heute schon die drei Köpfe zusammen. Dann können wir nämlich direkt im Nether bei der nächsten Folge den Wither klatschen. Also wenn es alles so funktioniert, wie ich hoffe, was wahrscheinlich nicht so sein wird, aber hey, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Ding ist, ich hoffe wirklich, dass wir hier noch heute Level 30 kommen, weil ich eigentlich wirklich Bock habe, endlich einen guten Bogen zu haben, wo ich nicht ständig drei Stacks Pfeile dabei haben muss. Ach so Leute, und übrigens die Kisten... sind immer noch im Weihnachtslook. Ich weiß nicht warum, wir haben heute den 26. Okay, es sind noch Weihnachtsfeiertage, aber in Amerika müsste ja theoretisch Weihnachten schon vorbei sein. Und Alter, ist es nervig mit dem Schwert. Die fliegen ja durch Rückschuss 2 ewig weit weg. Und da oben ist sogar direkt eins. So, und hier ist nämlich jetzt der Spaß, weil hier müssen theoretisch übelst viele Wither-Skeletten jetzt mit der Zeit spawnen.
In der Festung da drüben ist auch schon wieder eins. Und die werden wir heute auf jeden Fall alle mal abfarmen und gucken, was hier so abgeht. Oh, okay, das ist natürlich blöd. Da oben komme ich nicht ran. Ja, jetzt komme ich erst recht nicht ran. Okay. Kommst du runter? Danke. Oh, nice. Oh, was? Oh mein Gott, was? Was ist denn gerade passiert? War das gerade ein Lag oder? What the fuck? Alter, das wäre ja... komisch. Alter, guck mal, wie viele Wither-Skeletten hier spawnen. Da oben sind auch schon wieder zwei. Und hier hinter uns sind auch schon wieder vier Stück. Eins. Das Ding ist, ich finde relativ... Ich muss sagen, es ist relativ einfach, die zu fighten. Vor allem jetzt durch die Dia-Rüstung und so bekommen wir eh kaum Schaden. Aber es ist trotzdem immer eine heikle Sache, weil die können dich ja auch hier auch überall runterschubsen und so. Und wenn du einmal den Effekt hast und dann in eine unglückliche Situation gerätst, töten die dich ja trotzdem. Oh, oh. Oh mein Gott. Das ist so spannend. Okay. Schon wieder kein Kopf. Ich habe halt null so einen Plan oder eine Einschätzung, wie lange das dauern könnte, bis die einen Kopf droppen, ne? Also wirklich absolut null. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. So, da sind die nächsten. Ich will sie eigentlich nicht runterschubsen. Okay. Das war's dann mit dem Wither-Skelett. So, auch nichts. So. Und ab geht's weiter. Oh, sind hier viele. Komm, ihr müsst doch, einer von euch muss doch einen Kopf droppen. Mist. Und, oh mein Gott, ich muss richtig aufpassen, dass sie, ja, dass die Feuerkugel mich nicht treffen. Nein, ich habe den einen runtergeworfen. Sorry, Bro. Oh mein Gott. Jo, hier wartet die Gang. Aber, jo. Okay, chillt. Komm, ihr müsst doch was droppen. Komm, hier muss doch jetzt ein Kopf liegen irgendwo. Schon wieder kein Kopf. Die Frage ist, habe ich einfach wirklich nur wieder ein richtiges großes Pech? Oder ist es einfach wirklich so, dass es übel selten droppt? Schon wieder nichts. Alter, gefühlt ist das wie Pokern hier. Du hast Glück oder du hast kein Glück. Oh, okay, die nächsten zwei schon wieder. Oh, yo. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Okay, zack. Irgendjemand einen Kopf gedroppt. Nein, immer noch kein Kopf. Weißt du, ist ja nicht so, dass es hier schon eine gefährliche Atmosphäre ist. Ey, Jungs. Jungs, alles gut. Alles gut. Da ist ein Kopf. Da ist ein Kopf. Da ist ein Kopf. Wither-Skelett-Schädel. Ja, Nummer 1. So, jetzt das gleiche bitte noch dreimal. Ich bin jetzt seit... Lass mich nicht lügen, seit 15 bis 20 Minuten hier am Killen. Und ihr habt ja gesehen, was hier für Skelette manchmal waren. Oder was hier für Skelettgruppen vor allem manchmal waren. Und jetzt war erst der erste Moment, wo ich Kopf bekommen habe. Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Glück bei dem nächsten Schädel. Und bekommen den ein bisschen früher. Vielleicht haben wir auch noch ein bisschen mehr Pech und bekommen den noch später. Hier unter mir ist schon wieder was. Ja. Das Gute ist, die sind relativ laut vom Sound her. Heißt, ich höre die auch immer richtig gut. So, aber jetzt geht's wirklich zur Vierer-Gang. Komm, kommt. Gönnt doch einfach einen Kopf, bitte. Bitte gönnt wirklich einen Kopf. Eins. So, Nummer zwei ist auch tot. Und jetzt kommst du. Oh, oh, das sind ja vier. Hopp. Und du auch, komm. Mist, schon wieder kein Kopf. Alter, also ich muss unbedingt eine Wither-Farm bauen, eine Wither-Skeletten-Farm. Ich glaube, das wäre übelst heftig. So, und der nächste kommt, der letzte. Du musst doch gönnen. Nee, schon wieder nicht. Geht irgendwas von mir kaputt? Nee, wenn dann nur die Schuhe. Oh, Alter, diese... Ich kann meinen Unendlichkeitsbogen nicht anreißen. Ich habe echt keinen Bock, dass ich den später nicht enchanten kann auf noch mehr. So, okay, hier unten sind jetzt die nächsten drei. Die nächsten vier. Komm, und... Wann sterbt ihr denn? Und... Mist, schon wieder, Alter. Das ist so... Kacke. Man braucht ja wirklich ewig für den Kopf. Okay, hier sind die nächsten zwei Skeletten. Oh. Yo! Das Skelett bringt einfach das Skelett um. Ja, Mann. Oh, hier sind sogar mehr als drei. Vier. Oh, schon wieder. Schon wieder kein Skelett. Schon wieder kein Kopf. So, und das nächste.
Oh, die zwei nicht. Nein! Ach, das eine ist runtergefallen. Schade. Stellt euch vor, das war jetzt das eine, was uns hin. LOL! Wir haben schon den zweiten. LOL, woher kommt der zweite? Hä? LOL, ich habe gar nicht mitbekommen, dass er irgendwie gedroppt ist. Ja, Leute, wir haben schon den zweiten Schädel. Heißt, es fehlt nur noch einer. So, jetzt aber hier. Komm, ich brauche noch einen Wither-Skelettkopf. Und der wird doch hier irgendwo sein. Liebe Vierergruppe, hallo. So, Nummer 1 ist weg. Und... Mann, komm, drop doch bitte den Kopf. Komm. Da ist er. Ja, da ist der dritte Kopf. Oh mein Gott, wie ich es gecallt habe. Da ist der dritte Kopf. Okay, wir müssen uns ab raus aus den Nether. Los, weg hier. Wir haben den dritten Kopf. Ja, drei Wither-Skelett-Schädel. Heißt, ich mache mich jetzt nach Hause. Bereite mich nochmal vor. In der nächsten Folge werde ich mich nochmal vorbereiten. Vielleicht ein paar Tränke brauen. Und in der nächsten Folge geht es dann wirklich ran, den Wither zu klatschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt an Lava noch verreckt. Stellt euch mal vor, die Wither-Skelett-Schädel werden jetzt noch verbrannt. Ja, was denn? Hi!